Ich weiß nicht, wer es von euch so mitbekommen hat in den News. Ich habe letztens erst gelesen, vor zwei, drei Tagen. Paul Walker, toller Schauspieler, richtig cool. Hey, und in einem Schlag war sein Leben weg. Ich stell dir eine Frage: Wenn heute dein Leben beendet wird, weißt du, wo du hingehst? Weißt du, was danach kommt? Hey, aber wir wollen jetzt hier keine trübe Stimmung verbreiten. Nein, wir wollen Hoffnung bringen. Und der Weihnachtsmann, naja, der bringt uns bestimmt nicht so tolle Sachen, aber ich weiß, wer Gutes bringt. Zu Weihnachten ist jemand Großartiges gekommen. Sein Name ist Jesus Christus. Und er ist gekommen, weil er Gemeinschaft mit den Menschen haben möchte. Er will uns zusammenbringen zu dem Vater, zu Gott. Er wollte uns mit demjenigen, ja, versöhnen. Weil wir, jeder von uns, hat irgendwie Schrott gebaut in seinem Leben. Aber er wollte uns versöhnen und den Weg bereit machen, damit wir zu Gott finden. Und soll ich euch was sagen? Jeder dieser Weihnachtsmänner weiß, wohin er geht, wenn heute sein Leben zu Ende ist. Dankeschön, ihr könnt aufstehen. Wisst ihr, ich will euch nicht von Religion erzählen, das ist langweilig. Ich will euch von etwas Lebendigem erzählen, ja? Etwas, was wir erlebt haben. Und wenn du neugierig geworden bist, wenn du dich